Hallo zusammen. Als Lehrer werde ich ganz, ganz oft gefragt, ja, wie ist dann das mit solchen Potenzen? Wann kommt denn da ein negatives Ergebnis und wann kommt ein positives Ergebnis heraus? Was ist denn der Unterschied zwischen minus 2 hoch 2 und minus 2 in Klammern hoch 2? Und dann gibt es da ja auch noch die ungeraden Exponenten, minus 2 hoch 3 und minus 2 in Klammern hoch 3. Und mit diesem Video möchte ich euch helfen, dass ihr in Zukunft ganz genau wisst, wie man solche Potenzen berechnen kann. Schauen wir uns zunächst einmal die erste Potenz an, minus 2 hoch 2. Und hier ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass die Potenz nur aus 2 hoch 2 besteht. Das heißt, das Minus, das gehört nicht mit dazu. Und deshalb, wenn wir das jetzt ausrechnen wollen, können wir zunächst das Minus einfach übertragen. Und dann haben wir 2 hoch 2, also wir müssen die 2 zweimal mit sich selbst multiplizieren. Wir müssen also 2 mal 2 rechnen. Dann plus minus 2 in Klammern hoch 2. Hier gehört jetzt alles zusammen, also minus 2 in Klammern hoch 2 bildet die Potenz. Und die Basis ist jetzt minus 2. Und das erkennen wir daran, dass hier eine Klammer darum steht. Wir müssen jetzt minus 2 zweimal mit sich selbst multiplizieren, müssen also minus 2 mal minus 2 rechnen. Dann haben wir minus 2 hoch 3 und das ist genau das gleiche, wie wir es hier schon gesehen haben. Nur 2 hoch 3 bildet die Potenz. Das Minus gehört nicht mit dazu. Das heißt, wir können dann das Minus wieder übertragen und 2 hoch 3 bedeutet jetzt, dass wir die 2 dreimal mit sich selbst multiplizieren müssen. Und dann Plus. Und hier seht ihr schon durch die Klammer, dass minus 2 hoch 3 die Potenz bilden. Also minus 2 ist die Basis. Und wir müssen jetzt minus 2 dreimal mit sich selbst multiplizieren. Wir rechnen also minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Jetzt können wir die einzelnen Summanden ausrechnen. Minus 2 mal 2, das ergibt minus 4. Dann haben wir minus 2 mal minus 2. Minus mal minus ergibt plus. Und 2 mal 2 ergibt 4, also plus 4. Und damit haben wir auch schon eine ganz wichtige Regel gefunden. Wenn die Basis negativ ist und der Exponent ist gerade, dann kommt immer ein positives Ergebnis heraus. Dann haben wir minus 2 mal 2 mal 2, also minus 8. Und dann minus 2 in Klammern hoch 3, also minus 2 mal minus 2 mal minus 2. Minus mal minus ergibt plus, mal minus ergibt minus. Unser Ergebnis ist also negativ. Und dann haben wir wieder 2 mal 2 mal 2, was 8 ergibt. Und wir können uns merken, ist die Basis negativ und der Exponent ungerade, dann ist das Ergebnis negativ. Und bei diesen beiden Potenzen, wo ihr schon gesehen habt, dass das Minus nicht mit dazugehört, kann man also ganz normal die Potenz berechnen, muss dann aber das Minus davor schreiben. So, jetzt können wir noch weiter vereinfachen. Minus 4 plus 4, das ergibt 0. Und dann haben wir noch minus 8 minus 8. Und damit erhalten wir minus 16 als Ergebnis. Nun schauen wir mal noch, welche der vier Antwortmöglichkeiten die richtige ist. Wir haben minus 2 hoch 4, wir haben eine negative Basis, der Exponent ist gerade. Das heißt, das Ergebnis ist auf jeden Fall positiv. Wir sehen aber, minus 16 ist negativ und damit können wir sagen, dass die Antwort A auf jeden Fall falsch ist. Dann haben wir minus 2 hoch 4 und hier gehört wieder nur 2 hoch 4 zusammen. 2 hoch 4 ergibt 16 und dann haben wir noch ein Minus davor, also minus 16. Und damit können wir sagen, dass B auf jeden Fall richtig ist. Dann haben wir C, minus 4 hoch 2, negative Basis, gerader Exponent. Das Ergebnis ist also auf jeden Fall positiv und damit kann C keinesfalls richtig sein.
Und dann haben wir minus 4 hoch 2. Der Exponent ist zwar auch gerade, aber die Basis ist positiv, weil das Minus gehört ja nicht mit dazu. Nur 4 hoch 2 gehört zusammen. Und 4 hoch 2, das ist 16 und das Minus noch davor, also minus 16. Und damit ist die Antwort D ebenfalls richtig.